Leute, wir beginnen diese Folge von Warptorio hier im Keller, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und wir sehen, hier kommt effektiv wenig Eisenerz durch für unsere Stahlschmelze. Das ist ein Problem. Drum denke ich, stecke ich meine Ziele für diese Episode etwas kleiner. Wir wollen das hier fertig bringen mit allen Modulen, aber dann müssen wir auch hier schauen, dass wir da etwas mehr durchbringen, sodass am Schluss etwas für Stahl übrig bleibt. Und ein Problem mit den Außenposten ist auch Verteidigung. Denn wir haben hier ziemlich Verschmutzung und da kommen auch schon immer wieder Angriffe. Hier unsere Basis, die ist ziemlich gut verteidigt mit Lasertürmen rundherum. Aber unsere Harvester-Plattformen, die sind es nicht. Da müssen wir was unternehmen. Und ich denke, das Einfachste, was wir initial mal machen können, ist das Ganze einfach mal so etwas umzuplatzieren, dass wir ein zweites Band hier raus bekommen. Wenn wir ihn nach draußen versetzen. So. Und so. Dann hier mal sowas. Da können wir dann mit einem blauen Teiler arbeiten. Über die falsche Richtung. So will ich. Wenn wir dann hier noch einen Blätter haben mit bevorzugtem Eingang links, dann nehmen wir zuerst das, was von hier kommt. Und dann brauchen wir noch den blauen, den wir ja hoffentlich bald hier rausbekommen. Da fehlt's an roten Schaltkreisen. Wir müssen hier rein. Gut, zwei Stück, das sollte reichen. Dann schauen wir mal, wo denn der Alarm hier schreit. Da oben. Ja, die Türme auf der Seite, die sind nicht ganz so toll, weil hier habe ich keine Laserverteidigung. Das heißt, wenn da was kommt, dann kann schon mal was schief gehen, aber vielleicht können wir das in dieser Folge auch erledigen. Aber wir sollten nun hier, ja, hier staut sich das Eisen,
sammelt sich auch hier und dann sollte sich das auch hier ansammeln. Und dann bekommen wir am Schluss hoffentlich auch etwas mehr Eisenerz durch. Und dann können wir immer noch die Plattformvergrößerung forschen und so das Ganze dann etwas hier umbauen. Aber ich denke, der nächste Schritt ist hier die Produktivitätsmodule. Wenn wir hier schauen, ja, jetzt hängt es wieder am Kupfer. Denn Eisen haben wir nun genug. Aber wir können hier mal ein paar grüne in die Tasche nehmen und die nach oben durchreichen. Und vielleicht auch ein paar rote. Denn dann können wir hier hinten die blauen fabrizieren, welche wir brauchen für die Module. Inzwischen sehen wir, dass hier doch wieder einiges an Eisenerz durchkommt. Liegt wahrscheinlich daran, dass sich hier das Eisen bereits zurückstaut, weil die Kisten voll sind und wir nicht so viel verbrauchen, wie wir produzieren. Ich bin hier immer noch dabei, die Produktivitätsmodule reinzupacken. Aber für die Verteidigung werden wir einiges an Stahl brauchen für die Lasertürme. Das heißt, ich werde auch hier oben da noch pimpen. Und dann werden wir hier die Plattform für Eisenerz forschen, so dass wir die umbauen können, bevor wir auf den nächsten Planeten warpen. Denn dadurch können wir die dann am Anfang einfach mal hinstellen und wir haben genügend Ressourcen, werden wir die Runde machen und die Aliens ausradieren. Denn wenn wir hier sehen, hier oben das Nest, das ist ganz am Rand und da sind bereits blaue Beißer. Und denen werde ich so nicht Herr, wenn es ein kleineres Nest ist, dann kann ich mit ein paar Türmen was machen. Aber da oben, das ist einfach zu groß. Drum hier der Fokus effektiv darauf, möglichst schnell die Produktivitätsmodule reinzubringen, so dass wir dann die Lasertürme bauen können, die Plattform ausbauen und eine ordentliche Verteidigung da haben, so dass wir uns nicht mehr darum sorgen müssen, was die Aliens denn so mit uns vorhaben. So, das ist das letzte Produktivitätsmodul, das ich hier unten austausche für Stahl. Und wenn wir das so anschauen, sehen wir, ja, wir produzieren mehr, aber es ist nicht so viel mehr. Und insbesondere, wenn wir dann schauen, wie viel verbrauchen wir? Wir verbrauchen alles, was wir produzieren. Unglücklicherweise werden die Aliens nun auch hier ungemütlich. So dass ich denke, ich werde mal weiterziehen und dann den Rest, was ich mir vorgenommen habe, nämlich
die ordentliche Verteidigung mit Laser auf dem nächsten günstigen Planeten vorantreiben. Und vielleicht, bin ich mir aber nicht sicher, vielleicht um das zu bewerkstelligen, muss ich auch zuerst noch die Stahlschmelze umbauen. Aber ich glaube, damit die richtig in Gang kommt, brauchen wir einiges an Module. Und wie wir beim Eisen gesehen haben, dauert das ein Zeitchen, bis wir wirklich die Module in ausreichender Menge auch am Start haben. Hier auf der Seite funktioniert die Verteidigung gut, nur hier an den Ecken, wo wir nicht so viele Lasertürme haben, da wird es kritisch, insbesondere weil bei den normalen Türmen, da geht uns dann immer wieder die Munition aus, weil wir so viel verschießen, und dann wird es nur noch schlimmer. Also, machen wir hier zu. Und dann packen wir auch noch die Harvester ein, bevor wir dann den Countdown starten. Ja, hier ist auch wieder alle Munition verschossen. Da reparieren wir noch. Brechen wir diesen hier ab und gehen zu Fuß zurück in unsere Base, und dann holen wir noch den anderen Harvester Floor plus die Ölaußenstelle. Also, ich sehe euch auf dem nächsten Planeten wieder. Wir haben es nicht auf einem Planeten geschafft, der vernünftige Ressourcen hat. Wir sind auf einem Ölplanet. Aber ich habe ein paar Lasergeschütztürme gebaut, so dass wir die hier platzieren können. Und dann hoffentlich etwas geschützt sind. Das sollte reichen für diese Plattform. Die Kupferplattform, da habe ich ein kleines Feld gefunden. Aber hier werden wir zuerst die Plattform vergrößern, bevor wir die Türme platzieren. Aber wir können natürlich jetzt hier die Türme auch hier platzieren. So, dass uns nicht wieder das gleiche widerfährt wie am Ende auf dem letzten Planeten, wo wir übrigens 6 Stunden verweilt sind. Also kein Wunder, dass die Aliens etwas überhand nahmen. Dann hier, hier, hier und hier. Und dann hier kommt so ein Turm hin. Und dann brauchen wir noch etwas Strom.
So. Und dann noch das letzte Eck. Und ich glaube, wir können... Hier steht falsch. Wir können die Türme hier noch einmal ausbauen. Und ich glaube auch die Plattform. So. Dann hole ich noch rasch den Kupferharvester Floor, bevor es auf den nächsten Planeten geht, wo wir uns in der nächsten Folge dann wiedersehen. Also bis dann und tschüss!